nicht abhauen können. Und es gibt ja viele Helfer dabei. Tolle Leistung, tolle Vorführung. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt übergeben wir die Preise. Gut, ich glaube, ich habe das Mikro jetzt frei und hoffe, dass ich nicht mehr gestört werde die nächsten paar Minuten. Gut, wir haben ja jetzt die Vorbeurteilungskuh, denn Offspring-Tochter haben Sie vielleicht im Ring schon gesehen, beziehungsweise im Zelt schon gesehen. Sie wissen ja, seid alle so ein bisschen so ein bisschen, dass Sie gut sehen können, möglichst nicht aufs Kabel. Sie wissen ja, Tierbeurteilung, die meisten von Ihnen sind ja schon so ein bisschen Profis und haben das öfter mitgemacht, sodass ich vielleicht von den Grundlagen der Tierbeurteilung nicht viel sagen muss. Sie wissen, wir haben jetzt die bescheidenen Merkmale, die von 1 bis 9 gehen, um die Merkmalsausprägung hier zu zeigen. Das werden wir hier ja jetzt ein bisschen durchexerzieren und ich werde dann so ein bisschen was zu diesem Tier sagen, beziehungsweise zu der Bewertung, die Herr Ahrens und ich vorhin gemacht haben. So, wer hat vielleicht einen Vorschlag für die Größe dieses Tieres, bevor ich es sage? 53, 56 ist eben genannt worden. Das ist schon so ziemlich die Richtung, die Ferse, die ein bisschen älter als 2 Jahre ist, aber sehr großnamig ist vermessen worden mit 1,54 Meter. Ich denke, kurz bevor sie dann wieder rausgeführt wird, können Sie sich nochmal so einen Maßstab nehmen, wie es dann an der Jacke oder am T-Shirt oder so am besten von der Größe her passt. So, Sie wissen ja, die ganzen Exterieurmerkmale und Exterieurbeurteilung machen wir nicht aus Jux und Dollerei, sondern es sind wichtige Merkmale, vor allem in Bezug auf die Nutzungsdauer. Und Sie wissen ja alle selber, die Nutzungsdauer ist in den Schwarzpunktzucht oder in der Holsteinzucht noch nicht so zum Besten. Da müssen wir sicherlich noch dran arbeiten. Insofern ist es sicherlich gut, dass wir in der Tierbeurteilung auch Merkmale herausfinden, die einen Bezug zur Nutzungsdauer haben. Und die müssen natürlich auch entsprechend gewichtet werden, nachher in der Gesamtbewertung. Wenn wir uns hier mal angucken, Wildcharakter ist eines dieser Merkmale. Sie kennen das vielleicht von den Schauen hier. Da werden ja sehr gern diese sehr scharfen, extremen Kühe nach vorne gestellt, was aber eigentlich aus Sicht der Nutzungsdauer gar nicht so gut ist. Auf der anderen Seite ist Extremer sicherlich etwas besser als die sehr schweren, breiten Tiere, die wenig Milchcharakter haben, denn die sind haben eindeutig eine kürzere Nutzungsdauer. Dieses Tier wurde von uns bewertet mit einer 8, eine sehr scharfe Ferse, das sehen Sie, wenn Sie von hinten drauf gucken, sich die Oberlinie angucken, das kann man also gut erkennen, dass die deutlich überdurchschnittlich im Milchcharakter ist. Das nächste Merkmal, die Körpertiefe. Und ich denke, obwohl sie sehr scharf ist, obwohl sie viel Milchcharakter hat, sehr viel Tiefe. Hier gemessen an der letzten Rippe, also hier die breiteste Stelle, der Abstand, den man hier sehen kann. Und das haben wir auch bewertet mit einer 8. Wobei man sicherlich sagen muss, die Extremtiefen, da würde ich die noch gar nicht dazu zählen wollen, so vom ganzen Gehabe. Oder die extrem schmalen sind eher negativ besetzt, wenn es um die Nutzungsdauer geht. Die Stärke des Tieres, da müssen Sie da mal von vorne gucken. Das ist der Abstand der Buggelenke voneinander. Das können Sie auch hier sehen. Das ist vielleicht eines der kleinen Makros dieser Ferse, dass sie doch noch relativ schmal ist. Sie wird sich sicherlich entwickeln, aber hier bewertet mit einer 4. Was, wenn sich die Nutzungsdauer angeht, vielleicht recht gut